Freunde, liebe Welsangler, seit langem mal wieder ein Video von mir zum Thema Tacklebox. Ich habe 3 Neuheiten bekommen aus dem aktuellen Unicat-Programm. 3 Setzkecher sozusagen. Hier ist einer davon, den ich euch vorstellen möchte. Und zwar ist das der Baithouse. Das ist der größte Setzkecher, den wir im Programm haben. Und den wollte ich euch auf Video einfach mal vorstellen und zeigen. Der Baithouse eignet sich besonders, um Köderfische vom Boot aus zu hältern. Das heißt, man kann den Setzkecher wunderbar am großen Boot fixieren. Hier vorne ein Gurt dran, den man an der Reling befestigen kann oder an irgendwelchen Klampen. Er ist nicht besonders tief, aber dafür sehr breit gehalten. Und das Besondere an dem Setzkecher ist, dass er mit einem Federdraht quasi ummantelt ist, der also nicht seitlich zusammenfällt und auch nicht in der Höhe zusammenfällt. Ich finde das eigentlich ganz praktisch, dass der nicht so tief ist. Man muss also nicht so tief reingreifen. Wenn er jetzt am Boot fixiert ist, kann man problemlos hier oben mittels dem Druckknopf ganz einfach in das Netz reingreifen und so sich die Köderfische aussuchen. Man muss also den Köderfischbehälter nicht weit aus dem Wasser ziehen, kann den immer schön an der Oberfläche lassen. Eine weitere Besonderheit von dem Setzkecher ist, dass er komplett gummiert ist. Die Fische können sich also so die Schleimhaut nicht verletzen, werden also hier drin sehr schonend aufbewahrt. Und zum Weiteren hat er oben einen Reißverschluss, wo quasi der Auftriebskörper fixiert ist. Sollte dieser irgendwann mal porös werden oder kaputt gehen, kann man das natürlich ersetzen durch Rohrisolierung oder irgendwelche andere Auftriebskörper. Oder wenn man den Setzkecher einfach versenken möchte im Wasser, das heißt sehr unauffällig seine Köderfische hältern möchte, kann man diesen Schwimmring natürlich auch rausnehmen und den ganzen Köderfischbehälter unter Wasser hältern. Das funktioniert ebenso, wenn man diesen Schaumgummi oben rausnimmt. Ja, das war es eigentlich schon zu dem Ding. Ich gehe nochmal ganz kurz auf die Details ein. Also er hat eine komplette Gummierung, hat hier Klickverschlüsse, die beim Transport sehr nützlich sind. Man kann ihn also an 3 Seiten zusammenklicken und hat so ein sehr geringes Packmaß. Ist komplett gummiert, nicht sehr tief, man muss ihn also nicht komplett aus dem Wasser heben. Hier vorne einen Druckknopf zum Öffnen und Schließen, einen sehr breiten und stabilen Tragegriff, um den Setzkecher zu fixieren, und hier unten diese Schlaufe, um halt ein Gewicht dran zu hängen, um das Ganze noch stabiler zu machen. Dann dieser Federdraht hier drin, der Setzkecher fällt also nicht zusammen, er bleibt so in seiner Größe. Und wie ihr seht, ich klicke das Ding auf, er fällt sofort auseinander. Ist also sehr stabil und ja, groß genug ist er. Also schaut euch das Ding an. Ich wünsche euch viel Spaß damit und ja, bis zum nächsten Video.